So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und zwar schauen wir uns gerade von dem Ersteller von Celeste Level an. Haben das letzte Mal allerdings eins noch gehabt, was irgendwie nicht von dem Ersteller von Celeste war. Und ja. Das war ein interessantes Level. Aber auch Banzai Bounce war dann ganz cool. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich bin gespannt. 4,46% Abschlussrate. Weiter geht's im Programm. Das geht automatisch. Ich habe jetzt... Okay. Hat das irgendwie einen festen Rhythmus? Das hat einen festen Rhythmus, ne? Okay. Da muss ich den Rhythmus mir mal anschauen. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das reicht nicht. Ein einziger Sprung reicht nicht. Das ist nicht gut. Das muss ich also anders timen. Alles klar. Ja, das reicht nicht. Verstanden. Das muss man also dann mit sowas hier kombinieren. Oh no! Oh! Das war Glück! Das war Glück! Was ein Start! Guter Start! Guter Start! Gleich mal das Level abgeschlossen. Sehr schön. Ei. Gut, weiter im Programm. Starlight Shells. 1,45%. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ah, das ist so eins. Oh, was, Shellchumps? Ah, okay. Aber mit Dings wieder, mit Schwerk. Das könnte cool werden. Es ist von einer Physik auf die nächste. Es ist so schwierig, sich immer umzugewöhnen. Krass. Ich treffe ihn einfach nicht. Das gibt's da nicht. Ah, verstanden. Oh boy. Ja, genau so war das gedacht. Uff. Soll ich den tragen? Habe ich mir gedacht. Oh, wait, was tue ich? Oh, wait, das ist allerdings eine Idee. Ah, das, ne, das geht nicht. Ne, das haut nicht hin.
halt echt doof. Aber so lang ist das Level ja gar nicht. Das dürfte doch hinzukriegen sein. Mist. Ich will einen Reset-Knopf. Ich verstehe halt die Stelle noch nicht. Das ist gerade das Hauptproblem. Und ich bin dumm. Das ist das nächste Problem. Ja, weil, ne? Hä? Ich muss die irgendwie mitnehmen, aber... Dafür müsste ich sie vorher stoppen. Ich verstehe das nicht. Was soll ich tun? Kann ich die vorher in der Luft wahrscheinlich stoppen? Irgendwie so. Ah! Ah! Verstanden. Verstanden. Ich stopp die bestenfalls hier. Nehme sie dann mit. Nicht als Kopfbedenkung. Ja, wir spielen mal... Ja, halt nicht als Kopf, das hat, darf halt nicht passieren. Oh, Himmel, wie mache ich das denn? Ja. Kann ich die überhaupt in der Luft einsammeln, ohne dass sie mir auf den Kopf geht? Das ist jetzt nicht so gut. Das setzt sie sich halt automatisch auf, ne? Hä? Mario, bitte. Das meine ich. Und ich komme halt eh nicht mehr dann rüber. Ich bin blöd. Ich weiß, was ich falsch mache. Ich muss die von oben nehmen. Ja klar, ich springe. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch eine Nuss. So, ich springe auch hier einmal drauf und dann kann ich doch in Ruhe sie mir gleich wieder mitnehmen. Und dann geht er weg und dann haben wir es. Mein Gott, bin ich blöd manchmal. Ei! Ei! Sehr schön. So, was haben wir denn da noch? Shrine of the Sacred Stiletto. 1,1%.
Ach, der muss groß sein. Ja. Das war sicherlich nicht so gut jetzt. Oh Gott, wie viele rote Münzen. What? Was ist das denn? Das kann hier irgendwie nicht funktionieren. Nicer Softlock bei der. Nee, nicht Softlock, ist ja Blödsinn. Aber, Ja, auch das geht nicht. Ah, das geht, wenn ich den Schuh habe. Ah, das geht, wenn. Oh, ich brauche die Schuhe. Ich bin ja auch eine Nuss. Ich muss das mit Schuh ja spielen. Ja. Ich bin ja blöd. Guten Morgen. Ja, was? Oh! Okay, dann komme ich da oben nach am Ende raus. Ah, ich hab. Okay, ich verstehe langsam die einzelnen Abschnitte. Hier unten komme ich auch schon rein. So nämlich. Da ist mein großer. Problem. Wait, ich kann den mit. Nehmen. Ach. Komm raus jetzt hier. Wait, was war denn da oben? Hilfe! Was war denn da oben? Ja. Genauso wie mir das vorgestellt. Kann ich ihn auch einfach nehmen? Ah. Oh. Oh nein, der geht weg. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich muss also den Block auslösen und dann wieder zurückkommen. Ah, das ist ja das. Ah, oh, das ist ja bei der Steuerung gerade das Schlimme. Okay, gucken wir uns erstmal den Raum hier an. Muss ich jetzt?
Bruder. Und vor allem, ich habe jetzt ja hier schon, ne, einmal den ausgelöst. Das ist, ich müsste das immer wieder machen. Das ist schon mal ungünstig. Muss auf jeden Fall neu starten gleich. Ah, verstanden. Okay, das ist nicht mein Level. Das ist nicht... Wie hat denn das einer in 22 Sekunden geschafft? Da muss es doch einen Trick geben. Der hat nie im Leben in der Zeit die ganzen Dinger gesammelt. Der ist irgendwie ist er zum Ziel gekommen. Mit einem Trick. Der muss irgendeinen Trick gehabt haben. Aber was für einen? Das ist die große Frage. Hier ist ja nichts weiter als das, was da ist. Toll. Oh, diese Steuerung von Bros. Oh. Wie hat der das in 22 Sekunden gemacht? Das verstehe ich nicht. Der hat in der Zeit niemals alle Schlüssel gekriegt. Der hat irgendeinen Trick angewendet. Ich wüsste gerne welchen. Ja, cool. Man müsste es schaffen mit dem großen Schuh, den es da gibt, hier hinzukommen. Aber das kriegt man nicht. Man kriegt den halt da nicht... Ja, danke schön. Man kriegt den halt da nicht raus. Man kriegt den halt da nicht raus. Aua. Es kann doch nicht wahr sein. Versuchen wir mal die Röhre hier. Die kann doch nicht so schwer sein. Ich muss ja nur den erwischen, dann muss ich das hier erwischen. Muss ich hier ein bisschen fliegen. Hä? Wie steuert man den Flugschuh? Hä? Wie steuert man den? Wie so ein Yoshi? Runter? Anscheinend. So ganz passt es noch nicht, wie ich den steuere. Oh boy. So passt die Geschichte. Oh boy. Was ist das denn alles? Gut, jetzt löse ich den ja automatisch aus. Huch.
bleibt dann diese Münze bestehen? Also gut, das war dann die Münze. Meinetwegen. Problem, alle anderen sind ziemlich kacke. Oh, wobei, die könnten noch gehen. Die könnten noch gehen. Da muss ich den halt möglichst mittig loslassen. Und es verhält sich halt aber überhaupt nicht, wie sich Sägen verhalten sollten. Das ist ungefähr so schlimm wie diese blöden Sprungreifen. Moment, seht ihr das? Ich gehe in die Mitte und werde einfach komplett zur Seite gedrückt. Ach, geh mir doch aus. Alter. Ja, okay, die wird gespeichert. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, ah, jetzt verstehe ich, warum da ein extra Checkpoint. Okay, ich komme dann nämlich auch bei der anderen, bei der einen Stelle wieder raus, wo wir gerade schon gesehen haben. Ich verstehe es. Dann könnte es sogar machbar sein. Oh Gott! Das ist gar nicht dumm. Auf den Sägen mit diesen Schuhen ist wunderschön. Macht Spaß. Oh Gott, nee. Oi. Ich muss es wirklich gut mittig machen, dass ich direkt wieder den Schuh bekomme. Okay. Und jetzt einfach nur noch raus. Und jetzt komme ich, genau, na, jetzt komme ich hier raus und kann den nämlich wieder auslösen. Sehr gut. Und dann kann ich den wieder auslösen und auf die Art und Weise wird, glaube ich, dann die Mütze immer gespeichert. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir noch diesen komischen Raum. Okay, passt. Ah, und dann muss ich... Okay, verstanden. Nee. Nee, noch nicht so ganz. Da war noch was anders. Irgendwas war noch anders. Ach, da geht's hoch. Okay, ja, doch, verstanden. Ich bin doch so eine Nuss. Alter. Wie kann man denn so inkompetent sein? Das gibt's doch echt nicht. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Jetzt bin ich da. Das wird doch ein tolles Versus-Level, oder? So. Jetzt wäre es echt schön, ich würde... von oben wieder runterkommen, wollte ich sagen. Aber gut, ich habe es schon wieder verhauen, ohne nach oben zu kommen. Das geht natürlich auch. Thank you.
Geh. Ich glaube, ich habe gerade eine andere Münze verstanden. So. Dankeschön. Nein! Ich bin so doof, der fährt rüber automatisch. Der macht das alles schon vor, was im. Oh nein! Ich kann das ja nutzen. Hilfe. Ich bin so doof. Die Dinger fahren ja auch anders runter. Dass ich an sowas nie... Wow. Unglaublich. Huch. Der fährt ja hierher. Oh Mann, ich bin echt eine Nuss. So, kommt jetzt noch was Wildes, oder? What? What? Das Problem ist, ich habe dann den Zeitdruck, weil der Schuh verschwindet. Das ist nicht gut. Och. Und das ist nicht gut. Entschuldigung. Ich komme so nicht mit der Steuerung von Bros klar. Ach! Glaubt's mir, mich nervt's auch. So, ich weiß halt nicht. Wie das jetzt hier gedacht ist. Also man geht da hinten rum und dann...
kommt man da rüber. Und dann kann man den dann oft da wahrscheinlich drücken. Ah, den kann man wahrscheinlich drücken. Das ist schon komisch, ne? Ach, das klappt jetzt ganz gut. Es ist... Wieso kriege ich denn da keinen Speed, Mann? Klappt's doch auch. Ich mache hier doch nichts anderes. Och Mann. Nein! Es sehe ich doch jetzt schon, dass es nichts wird. Wieso gehe ich denn da nicht nochmal runter? Wie lange dauert es, bis der verschwindet? Es ist halt nicht lange, ne? Das ist... Das wird mich so stressen. Das wird mich so stressen. Go! Okay. So, und jetzt kann ich den hier drücken, oder was? Oh. Oder? Nee. Hä, was soll denn da drin sein? What? Oh. Verstanden. Oh Gott, das war eine Nummer jetzt. Holy moly. Okay, eine Münze glaube ich zu wissen, die schnell geht. Nämlich die hier drüben. Da scheint man einfach nur da oben rüber zu müssen. Wenn das geht, wollen wir mal gucken. Mist. Wenn das geht, mal gucken, ob das geht. Nämlich, vielleicht kommt man da ja rüber, aber ich weiß nicht. Ja. Nice. Dann ist nur noch eine, die fehlt.
Dann ist es nur noch eine, die fehlt. Nämlich die hier. Na, weil die da unten kriegt man ja einfach automatisch mitgeschenkt, bevor man in die Tür geht. Das heißt, wir müssen jetzt diesen komischen Raum noch hinkriegen. Na, Halleluja. Zurück. Ah, das hätte funktioniert. Das hätte funktioniert. Mist. Das hätte funktioniert. Nice. Nein, ich wusste... War so klar. Okay. Wait, das reicht nicht. Ich dachte, jetzt komme ich da, aber... Ah, komm, komm. Komm ich auch. Cool. Oh nein, der ist gedrückt. Dann halt nicht. So, jetzt bitte nicht nach Murphys Gesetz, sondern nach Collins Gesetz. Auch wenn ich nicht weiß, wie das heißt. So. Okay. Oh, nice. Es ist nur dieser Teil gewesen. Oh, Mama, wir haben's. Wir haben's. So, ich nehme aber einen Schuh mit. Irgendwo muss jetzt noch der Große herkommen. Ja. Oh ja. Oh ja. Alles klar. Ich möchte trotzdem wissen, wie man das ins... Was hat denn der gemacht? Der muss einen Trick gefunden haben, aber welchen? Es waren noch 22 Sekunden, oder? 24 Sekunden. Welchen Trick hat der Typ gekannt? Wie komme ich da ganz schnell hoch? Der hat sich irgendwie hier hochgedingst. Und irgendwo ist er da hochgekommen. Oh, ich glaube, ich weiß, was er getan hat. Kommt man von hier darüber? Ungünstig gebaut. Aber so komme ich nicht rüber. Das geht nicht.
Okay, wie hat er das gemacht? Ach, natürlich. Natürlich. Auslösen, sterben gehen. Mitkommen. So, und jetzt hüpft er nämlich hoch. Und dann hüpfen wir auch hoch. Das probieren wir noch aus. Geht das irgendwie schneller, dass ich hier... Kann ich schneller sterben? Ich wüsste nicht wie. Genau so irgendwie. Vielleicht kann man das sogar noch schneller machen. Ich weiß es nicht. Aber das kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass es noch schneller geht. Nein. Ach, komm halt her. Ah, so close. Aber mit dem alleine wird es nicht gehen. Ach. Mit dem alleine wird es nicht funktionieren. Mit dem alleine wird es nicht funktionieren. Und ich muss einmal zwischendurch sterben, weil sonst kriege ich den dann nicht. Komme ich hier nicht rüber. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht's ja doch. Da gibt's denn sogar noch einen schnelleren Weg als den hier. Ah, das gibt's doch nicht! Das ist so knapp. Von hier aus ist es aber auch nicht, ne? Er hat schon versucht, also ich, irgendwie so muss es aber gehen. Irgendwie so muss es gegangen sein. Wahrscheinlich war es ein totaler Zufall. Keine Ahnung. Gut. Drei geschafft, drei sind vor uns. Ich bin gespannt. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.